Servus und Hallo zu den Bilderstürmern. Heute gibt es eine exklusive Präsentation des Electronica Festivals hier in der Linzer Tabakfabrik. Wir waren dabei, als die Aufbauarbeiten begonnen haben, und wir waren natürlich auch am Abend mit dabei. Und euch wünsche ich wie immer im Programm viel Spaß. Donnerstag, 12 Uhr Mittag in der Tabakfabrik. Der Geruch von alten Tabak liegt in der Luft. Für Wolfgang Meyer und sein Team riecht es jetzt jedoch nach Arbeit. Verstanden. Danke. Seit Tagen sind die Aufbauarbeiten für das Electronica am Laufen. Wir sind mit 12 Personen im Aufbau momentan. Extra nochmal 6 Personen für sämtliche VIP-Bühnen und Showbühnen. Das heißt in Summe 18 Personen, die den technischen Aufbau irgendwie über eine Dauer von 4 Tagen bestreiten. Die Herausforderung in der Halle war letztendlich eigentlich einmal mit Sicherheit durch die niedere Höhe gegeben. Man sieht es auch da relativ schön, wir konnten maximal 4 Meter hohe Traversen bauen. Ich sage, das ist ja letztendlich auch die Aufgabe von einem Technikpartner, Dinge dann einfach umzusetzen und zu schauen, was kann man daraus machen, um halt die Architektur zu erhalten oder zu unterstützen und ein multimediales Ereignis zu liefern, das halt dem letzten Jahr im Brucknerhaus auch gerecht wird. Der Plan ist zum ersten Mal entstanden vor ein paar Monaten, zum letzten Mal geändert worden vor ein paar Stunden, sage ich jetzt einfach einmal. Aber das ist einfach auch in der Veranstaltungsbranche üblich. Man sieht es eigentlich da jetzt relativ schön, dass wenn man das vergleicht mit dem, dann ist das in Wahrheit 1:1 ident, maßstabsgetreu, wie die Geräte hängen, Anzahl der Geräte und dergleichen. Blick ins Detail, Stroboskop ist mit Sicherheit ein Gerät, das vielen was sagen wird. Das sind bewegliche Scheinwerfer. Allein eine dieser Units hat beispielsweise knapp 60 Kilo. Wir bewegen uns hier im Bereich von 80.000 Watt Lichttechnik und geschätzten 15.000 bis 18.000 Watt Tontechnik auf 2 Floors. Darf ich Sie in 10 Minuten Rückruf? Das Schwierigste in dem Fall war witzigerweise eher auf dieser Location. Das ist eigentlich eine Kunstinstallation. Drunter sieht man noch die Reste eines Wasserbeckens. Das waren 10 cm hoher Wasserspiegel, die mit Beamer geworden sind. Und das war leider gestern nicht rechtzeitig weg. Das heißt, wir haben mit unserem Team dann mit vereinten Kräften irgendwie das Wasser rausschöpfen und saugen müssen. Haben halt versucht, das Ding leer zu kriegen, was relativ lang gedauert hat. Und war halt irgendwie eine Herausforderung insofern, dass es uns ein paar Stunden aufgehalten hat. Electronica ist ein Projekt der Hotspot-Szene Gastro AG, Remember, Vanilli und Herberstein. Für Projektleiter Ferenc Fellner beginnen die letzten Stunden einer monatelangen Planung. Wir sind natürlich immer am Anfang auf der Suche nach der Location, nach der perfekten. Sobald eigentlich die Location geklärt ist, geht sofort an die Planung der Acts. Und da sind wir wirklich also in diesem Jahr sehr, sehr zufrieden, dass wir da wirklich mit Butika, Fritz Kaltbrenner und Stefan Botzin an Land ziehen konnten. Mit der Planung selbst haben wir eigentlich schon spätestens Jänner begonnen. Das hat sich dann eigentlich im März, April abgezeichnet, dass es da die Möglichkeit gibt mit der Tabakfabrik, mit dem NAS Electronica Festival gemeinsam. Es sind natürlich unzählige Begehungen, die wir vor Ort haben. Es ist wirklich ein sehr, sehr großes Gelände. Das macht da, glaube ich, für uns alle die Herausforderung und den großen Spaß an der Sache, sich da wirklich in eine ganz neue Location zu begeben und dort wirklich alle Möglichkeiten auszuloten. Kostet zwar viel Zeit, aber ich denke, dass man beim Endprodukt dann wirklich merkt am Abend, okay, es gibt Leute, die da Gedanken gemacht, und es wird auf jeden Fall eine runde Geschichte. Passieren kann natürlich immer was. Man kann nichts ausschließen, aber es ist sicher so, wir sind sowohl sicherheitstechnisch als auch auflagentechnisch dann wieder wirklich immer die eher nochmal zusätzlich auf unsere Auflagen nochmal drauflegt. Wir haben auch die Securities nochmal erweitert, um da wirklich einen reibungslosen Ablauf für die Leute zu garantieren, und den werden wir definitiv haben. In wenigen Stunden werden hier Mundbutika, Stefan Botzin, Fritz Kalkbrenner und viele heimische Acts auftreten. So, Lieben, wir machen jetzt weiter mit etwas Werbung, und dann sehen wir uns gleich Mundbutika, Stefan Botzin und den lieben Herrn Fritz Kalkbrenner im Interview an. Fly Opening am 18. September 2010 ab 22 Uhr, Club Fly Brambachkirchen. Sunflower Festival, das Summer Music Festival auf 5 Floors. Mit den besten Bands und DJs aus Oberösterreich. 25. September, Kollengut Areal, Club Fly Brambachkirchen. Jede Menge Musik gab es natürlich auch bei der Electronica Volume 2.
Nice to see you again. I like this location. I can smell tobacco and manufactory rock. Looks like this place is the place to grow this electronic highlight further. Do you remember last time? It was unbelievable. A remarkable event full of emotions. I think we can even top it this time. Pünktlich um 22.15 Uhr fährt unser oberösterreichisches Topmodel aus Mattighofen, Alizar Alibuni, vor. Sie wurde ja vor wenigen Monaten zu Germany's Next Topmodel gekürt. Geht's denn in Deutschland? Da kennt man dich da auf der Straße? Oh ja, also man kennt mich eigentlich überall, wo ich hingehe in Deutschland, weil das war ja Germany's Next Topmodel, das ist überall grün. Und es ist egal, ob ich jetzt in Österreich oder Deutschland bin. Jetzt verrat uns mal, wie ist die Heidi Klum privat, wenn man sie privat sieht? Heidi im Fernsehen ist halt also ein bisschen mit Kritik, aber das muss halt sein, aber privat ist voll lieb und ich habe sie mal kennenlernen dürfen, so ganz privat, und es ist halt wirklich wie eine ganz normale Frau und hat gesagt, boah, ich möchte Schuhe und ja. Wie ist Alizar privat? Alizar ganz privat ist eher eigentlich lustig, weil eigentlich bin ich immer schüchtern umgekommen, aber so bei meinen Freunden und so bin ich ganz offen und dann bin ich eigentlich ganz lustig. Ein einzigartiges Set, um ein Fotoshooting zu machen. Alizar setzte den neuen Audi A1 richtig in Szene. Herr Schrofner, jetzt würde mich schon interessieren, Audi, der neue A1 und Alizar, wie passt das zusammen? Ja, gute Frage. Audi beginnt mit Audi, Alizar mit A. Es ist die Nummer 1 bei German Next Topmodel. Der A1, die Nummer 1 hoffentlich. Ja. Die erste Buchstabe im Alphabet, die erste Ziffer. Also ich glaube, das sollte kein Glück tun. Sollte uns Glück bringen und kein Zufall sein. Exklusive Präsentation vom Audi A1 hier beim Elektroniker. Was haben Sie bis dato so mitbekommen am zweiten Floor? Also der Besuchersturm ist enorm. Also mit dem, das hätten wir gar nicht glauben können. Linz bietet immer traumhafte Kulisse für außergewöhnliche Events. Und das spürt man und da sind wir gerne her. Doch jetzt genug Schönheit, hier spielt die Musik. Please welcome from Germany, Fritz Kalkbrenner. Fritz Kalkbrenner, der unter anderem für den Song Sky and Sand seines Bruders Paul Kalkbrenner verantwortlich ist, beschreibt die Stimmung so. Die Anlage war im besten Sinne überbordend, weil ich mit einer eigentlich gediegenen Nummer angefangen habe und gedacht habe, die wäre auch gediegen und würde auch so rüberkommen. Aber die hat dann doch mehr als, bei uns würde man sagen, geknallt. Und da war ich dann doch ein bisschen positiv überrascht. Die Hamburger Jungs von Mumbutika mit Schuhgröße 47 und 48 touren europaweit durch die Clubs und sind auch auf Festivals gerne gesehene Gäste.
gerne Stefan Bozins Show beschreiben? Intensiv. Emotional, intensiv, positiv und trotzdem ernst zu nehmen. Also, ich mache kein Hobby-Hop, ich schon Musik zu spielen, die ich ernsthaft für gute Musik halte. Und das Ganze mit dem Spaßfaktor, der möglichst hoch ist. Deine ersten Eindrücke hier von der Elektronika? Viele Menschen. Super, alle haben gute Laune, alle scheinen zufrieden zu sein. Draußen läuft laute Musik. Ich freue mich, ich baue gleich auf. Eines ist fix, eine Neuauflage der Elektronika kommt schon demnächst. Ja, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euch wünsche ich eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Sonntag. Servus und auf Wiedersehen.